Hallo, in der heutigen Folge lasse ich dich an einem Gespräch teilhaben mit einem lieben Freund. Denn wenn wir uns begegnen, haben wir immer viele Sternstunden und die Zeit vergeht ganz schnell. Da wir ein Projekt zusammen machen, ja, wollten wir eigentlich planen und aus dem eigentlich ist dann was ganz anderes geworden. Hör rein und öffne dein Herz und lass in dir auch deine Gedanken fliegen. Wir haben eine wunderschöne Übung für dich aufgenommen und haben sie auch danach still auslaufen lassen in dem Podcast. Wenn du die Übung machst, immer wieder machen willst, dass du danach Zeit und Ruhe hast, in dem Gefühl zu bleiben. Viel Spaß dabei. Hier sind Helmut und Alexandra. Herzlich willkommen zu deiner, meiner, zu unserer gemeinsamen Sternstunde. Ich bin Alexandra, dein Medium, deine Heilerin, Expertin für Mut und Unterstützung auf dem Weg in dein volles Potenzial und in dem Beruf, für den du wirklich vorgesehen bist. Die Welt wartet auf dein Licht, auf deine Sternstunde. Schön, dass du dabei bist und bereit bist zu strahlen. Hallo, schön, dass du da bist. Ich stelle dir heute einen ganz lieben Menschen vor, einen lieben Freund, einen Menschen mit einem besonderen Platz in meinem Leben, ein verrückter Künstler mit ja, sehr, sehr schönen Ansichten. Und du wirst hören im Gespräch, wie wir beide miteinander verschmelzen können und verschmelzen in dem Sinne, dass wir einfach ein bisschen verrückt reden. Ich liebe deine Musik sehr, lieber Helmut, und finde deine Ansichten, deine Musik sehr, sehr schön und ich mag es sehr, mit dir zu reden, weil in unseren Gesprächen darf alles sein, alles hat Platz und Raum und manchmal habe ich den Eindruck, die Gespräche, die beamen uns irgendwo anders hin und dann werden wir wach und lachen uns kaputt darüber. Also, hier ist Helmut Zerlett, du kennst ihn vielleicht. Was hast du alles gemacht? Sag das mal. Woher können die Menschen dich kennen? Also ich mache ja schon sehr lange Musik. Wenn man in Köln wohnt, dann kennt man mich wahrscheinlich schon aus vielen kleinen Bands, mit denen ich früher gemacht habe. Angefangen mit Dunkelziffer und Unknown Cases und auch Phantomband mit Jackie Liebezeit. Aber ich habe dann viel elektronische Musik auch gemacht, habe aber auch mit Marius Müller-Westernhagen große Tourneen gespielt. Und die meisten werden mich wohl aus meiner Zeit mit Harald Schmidt kennen. Okay. Ja, das ist Helmut und hier hörst du uns beide gleich so ein bisschen im Gespräch. Genau. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Und ich möchte euch jemanden vorstellen, den ihr sicherlich auch schon kennt. Es ist mir eine sehr liebe Freundin und Partnerin für ganz tolle Gespräche geworden. Und das Schöne ist auch, dass wir nie wissen, wo unsere Gespräche hinführen. Und deswegen bin ich auch, hoffe wie ihr auch, sehr gespannt, wie das heutige Gespräch wieder verlaufen wird. Meine liebe Freundin Alexandra Ballhorn. Ja, vielen, vielen Dank und jetzt geht's los. Ich freue mich. Yes. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Theaterstück mit dem wunderschönen Titel Warum? Ja, und Theaterstück passt ja super in dein Leben, denn das Leben fühlt sich manchmal an wie ein Theaterstück, oder? So ist es. Manchmal sogar wie ein Theaterstück, dessen Text man nicht kennt. Okay, dann darfst du improvisieren, oder? In dem Moment bin ich gezwungen zu improvisieren und da habe ich Glück, dass durch meine Natur fällt es mir leicht zu improvisieren. Zeit meines Lebens habe ich halt auch immer improvisieren müssen, um weiterleben zu können. Das ist ja ein total schönes Geschenk, denn wenn du improvisierst,
dann fühlst du ja so richtig, oder? Ja, man erlebt natürlich in jede Richtung schlägt die Nadel des Gefühls aus, auch in Enttäuschung, aber auch in großes Glück, da hast du recht. Und das ist ja schön, beides nennt man fühlen. So ist es, ja. Und beschäftigt dich was am Improvisieren? Ja, das Schöne oder auch das Rätselhafte am Improvisieren ist ja, dass man in dem Moment gar nicht weiß, was man macht. Man wird auf einmal vor eine vollendete Tatsache gestellt und man muss reagieren. Sprich, man muss improvisieren, weil man, wenn man nicht schon von vornherein sich da was vor zurechtgelegt hat, was ich ja nie mache, sondern ich bin auf einmal mit einer Situation konfrontiert und muss in dem Moment aus der Lameng quasi was herzaubern. Aus der Lameng. Das ist schön, versteht vielleicht nicht jeder, oder? Ja, Lameng, aus der Lameng sagt man bei uns in Köln, wenn man irgendwie etwas Französisch aus den Händen selbst erschaffen muss. Super. Und du hast gesagt, wenn was festgelegt ist, das heißt, meinst du damit, wenn du nicht kontrollieren kannst, was passiert? Es gibt zum Beispiel Sachen, wenn ich jetzt an eine Straße gehe und die Ampel ist rot, dann darf ich da nicht rübergehen. Und da habe ich gelernt, okay, solange rot ist, bleibe ich da stehen. Und wenn grün ist, dann gehe ich da rüber. Da muss ich nicht improvisieren und da ist von vornherein steht fest, wie ich reagieren soll. Wenn jetzt aber die Ampel kaputt ist und da ist nichts, dann werde ich auf einmal dazu aufgefordert, jetzt muss ich gucken, kommt da ein Auto? Oder kommt von der Seite ein Auto? Oder kommt da ein Fahrrad? Oder ist vielleicht hinter mir einer, der noch schnell mich überholen will? Also da muss ich dann selbstständig reagieren. Und das ist eher das, wo man mit Improvisieren anfängt. Weil wenn man zum Beispiel dann rübergehen will und man stellt fest, ups, man kann ja gar nicht rübergehen, weil man hat ja gar keine Beine, dann muss man sich was anderes überlegen. Dann fange ich an, na gut, dann fliege ich eben rüber. Aber du hast ja nicht schwupps mal eben so keine Beine. Nee, das war ja jetzt auch, das war gerade. Ja. Dann sagen wir so, ich bin in, keine Ahnung, das war jetzt ein blödes Beispiel. Fliegst du gerne? Ja, ich fliege wirklich gerne. In Träumen auch und ich erhebe mich gerne von der Erde, aber auch wenn es nur kurz für einen Sprung ist. Super, das heißt, du magst das Gefühl von Leichtigkeit, Kreativität und ja, fliegen. Ja, also auch wenn ich manchmal mich entspannen möchte und leg mich auf den Rücken, egal ob es ein Bett ist oder ob es die Erde oder ob es eine Matte ist, ich stelle mir dann vor, ganz leicht zu sein und auf einmal bin ich das dann auch. Ah, dann arbeitest du mit deinem Bewusstsein, mit deinen Gedanken und transportierst dich dahin, wo du gerne sein willst. Das mache ich manchmal, ja. Ja, das ist doch auch fühlen. Wunderbar und schön, dass du das kannst und auch die Gabe nutzt. Gibt's auch mal Situationen in deinem Leben, wo du das machst und das klappt nicht? Absolut. Manchmal sogar häufiger als einem lieb ist. Es gibt Bereiche, in denen ich mich gut auskenne, sprich in der Musik, im Bereich, wo ich vor Leuten performe oder so, da habe ich schon eine gewisse Routine mit Problemen umzugehen. Wenn ich allerdings jetzt so mal in Anführungsstrichen im richtigen Leben Problemen begegne, dann bin ich natürlich nicht immer so leicht derjenige, der jetzt da auf einmal sich davon schweben kann oder der das Problem mit einem Handumdrehen lösen kann, sondern da muss ich oft sehr viele Versuche starten und auch manchmal hart dran knabbern, wenn es einfach nicht beim dritten und vierten Mal immer noch nicht klappt. Und wann klappt's? Was hilft dir, dass es klappt? Also oft habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich fast unfähig bin zu handeln vor Sorge, dann muss ich einfach mal auf Null zurückschalten und einfach mal alles beiseite lassen und meine positiven Kräfte in mir wecken. Und einfach auch mal den Gedanken, das klingt jetzt zwar ein bisschen einfach, aber einfach denken, es wird schon klappen. Und dann
wenn ich dann ein bisschen Ausdauer habe, dann auf einmal ohne mein Zutun klappt es dann auch. Oft auch, wenn ich zum Beispiel in einer ausweglosen Situation, als Komponist, Musiker ist man ja häufiger auch mit ganz einfachen Lebensproblemen beschäftigt, sprich, wann habe ich wieder einen Job? Und als Komponist hat man ja immer nur, oder als Musiker immer nur für eine gewisse Zeit. Und was passiert danach, wenn man sich jetzt dauernd Gedanken machen würde, was passiert eigentlich, wenn der Job jetzt vorbei ist? Manchmal ist der Job ja nur 3 Wochen lang, manchmal ist er vielleicht ein bisschen länger, manchmal ist der Job sogar nur 1 Tag lang. Und wenn ich mich jetzt meine ganze Energie darauf verwenden würde, immer dann zu denken, ja, aber wenn jetzt dann kein Job mehr kommt, was ist dann? Dann würde ich auch keinen Job mehr bekommen. Das war in meinem Leben immer so. Immer dann, wenn ich mir am wenigsten Sorgen um die Zukunft gemacht habe, dann lief es gut. Aber sobald ich anfing zu hadern und zu zweifeln, dann habe ich mir quasi selber immer Steine in den Weg gelegt, dass es nicht weiterging. In dem Moment, wo ich damit aufhörte zu hadern, ging es auf einmal weiter. Dann kam, wie man so sagt, dann tut sich am Ende ein Licht auf, am Ende des Tunnels. Und man sieht, ah, da kann ich wieder hinarbeiten und da ab dann wird es dann auch wieder gut. Das heißt, einmal nutzt du deine Gabe, dass du wie der PC auf Reset drückst, dich runterfährst und dann auch in so eine Kraft von Vertrauen dich reinfallen lässt. Ja, das kann man so. Der Vergleich mit dem PC, mit dem Reset ist gar nicht so verkehrt, dass man sich mal wieder auf das besinnt, was eigentlich ist. Und nicht, man ist manchmal zu sehr mit sich und mit den Problemen verwoben, dass man gar nicht mehr das große Ganze sieht. Und dann einmal Reset und dann fängt man wieder von neu an. Und dann eröffnet sich manchmal einem auch der Blick, der einem vorher verschlossen war, weil man eben so sehr in dem Mikrokosmos des Problems, dass man auf einmal dann wieder, da habe ich mich ja so den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, jetzt sehe ich den Wald wieder. Super. Das heißt ja, das ist für jeden Menschen so zu bewältigen und zu schaffen, oder? Im Prinzip ja, eigentlich ja. Man sollte nur, man braucht keine besonderen Begabungen dafür. Man sollte nur den Mut haben, sich selbst zu vertrauen. Also braucht man Mut. So. Was ist Mut für dich? Ach, einfach, dass man einfach sich erlaubt, die normalen Denke zu verlassen, die normalen eingetretenen Pfade zu verlassen und einfach auch mal Sachen erlaubt, die einem nicht sofort einfallen. Mut ist, sich zu erlauben, die Dinge anders zu machen. Mhm. Ja, sehr schön. Das ist doch schon mal ein ganz toller Tipp für alle in ihrem Theaterspiel oder in ihrem Bühnenspiel. Also ich finde, das Leben ist wie eine Bühne. Irgendwann geht der Vorhang zu und dann gehst du und dann fängt ein neues Theaterstück an und du hast immer noch eine Erinnerung an das alte Theaterstück und dann hat ja im Grunde genommen alles immer und immer wieder mit Mut zu tun. Ja, ich glaube auch. Heute hatte ich ein ganz interessantes Gespräch mit einem mir befreundeten Künstler. Der ist vor ein paar Jahren dem Tod von der Schippe gesprungen, weil der hatte ein großes Alkoholproblem und wäre daran noch gestorben, wenn er nicht von heute auf morgen die Erleuchtung bekam, das sein zu lassen. Und er hat das auch gut geschafft. Und da sagte er auch, natürlich müssen wir alle sterben, aber wenn ich sterbe, dann möchte ich schön sterben und nicht wegen so einem Blödsinn, wie jetzt Alkohol oder Drogen oder so, sondern wenn, dann möchte ich sterben, dass es eben auch schön ist und nicht jetzt mal eben so aus irgendeinem Quatsch heraus. Das fand ich eine sehr schöne Aussage, aber nicht nur das Leben soll schön sein, sondern auch das Sterben soll schön sein. Also Sterben darf ja auch schön sein, wenn du weißt, du hast dein Leben gut gelebt. Und Alkohol und Drogen, ja, was suchen die Menschen in Alkohol und Drogen? Ich glaube, die suchen Ruhe. Die suchen auch was Schönes, die suchen auch Ablenkung. Ja. Und was ist das für eine Ablenkung? Was ist das für eine Ablenkung, wenn es Ruhe ist, wenn es Liebe ist, das schöne Gefühl? Dass sich
gut fühlen, fliegen zu können. Denn irgendwann ist das Gefühl ja auch vorbei mit Drogen und Alkohol. Das ist das Problem bei allen künstlichen Glücklichmachern, dass die Wirkung halt immer weniger wird und irgendwann ganz verpufft und sich ins Gegenteil umkehrt. Es gibt ja die Geschichte von William S. Burroughs, einem berühmten Schriftsteller, der ist auch sehr alt geworden und der war sein Leben lang heroinsüchtig. Der hat das auch überleben können, weil er Geld verdient hat und sich einen Arzt leisten konnte, der ihm den Schuss immer gesetzt hat. Aber das Problem war, dass der immer nur normal war, wenn er einen Schuss bekommen hat. Das heißt, ohne die Droge war der krank. Und das zeigt ja, dass die Droge, die ja also mit die Stärke als die stärkste gilt, dass selbst die nach einer gewissen Zeit einfach nur noch den Körper zu einem normal, in Anführungsstrichen, Zustand bringt, den wir eigentlich haben, ohne Droge. Daran sieht man, dass das ein Effekt ist, der wirklich nur von kurzer Dauer ist. Ja, und wie schön wäre das, wenn alle Menschen ihre Natürlichkeit so fühlen und schöne Gefühle haben und, ja, wie du sagst, normal sind. Und ja, wenn die Menschen dann ihre Kreativität ausleben, das, was jeder Einzelne ja mit auf die Erde bringt, unfassbar schöne Qualitäten. Das ist eine schöne Vorstellung und entspricht natürlich auch meiner Vorstellung, dass jeder Mensch so kostbar ist, so einzigartig ist und alles hier geben kann, was er sich vorgenommen hat. Was braucht's dazu? Also ich denke, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, eigentlich glücklich zu werden. Natürlich gibt es Probleme. Die Welt ist bei uns jetzt gerade besonders schön. Es gibt Ecken auf der Welt, wo es sehr, sehr schwierig ist, glücklich zu werden. Aber wenn man mal schaut, wenn man Menschen in Deutschland befragt, wie hoch ihr Glücksgefühl ist im Vergleich mit manchmal viel, viel ärmeren Ländern, dann ist man erstaunt, dass in viel, viel einfacheren und ärmeren Ländern es doch viel mehr Leute gibt, die sagen, sie sind glücklich, als bei uns. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jeder Mensch, wenn er das tut, was seiner Eigenart entspricht, dass für ihn gesorgt wird, dass er genug Einkommen hat und dass er auch zumindest zufrieden sein wird. Man muss halt, das Problem ist halt, dass man rausfinden muss, was ist meine Eigenart? Und das kriegst du halt nicht, wenn du immer neben dir lebst. Oder wenn du dich benebelst. Es ist ja auch nicht schlimm. Ich bin ja auch ich verteufle ja jetzt nicht grundsätzlich einen guten Schluck Wein oder so. Aber wenn man den als Genuss wahrnimmt und auch gezielt das macht, dann ist das ja auch nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man sich konstant vernebelt, dann findet man nicht zu seiner Eigenart und dann ist auch für einen nicht gesorgt. Weder finanziell noch körperlich noch geistig. Das heißt, viele Menschen, glaube ich, werden krank, weil sie etwas tun, was ihrer Eigenart widerspricht. Was gar nicht, es muss ja jetzt nicht jeder kreativ oder künstlerisch oder sonst irgendwie sein oder besonders erfolgreich im Geld verdienen oder so, sondern einfach, wenn meine Eigenart ist, dass ich ein guter Gärtner bin, dann werde ich da glücklich und werde da auch meinen Wünschen entsprechend reich an dem, was ich brauche. Nur dann muss ich erstmal rausfinden, was gut für mich ist. Und das ist das Problem, was man eigentlich, weil ich hatte das Glück, dass ich mit elf Jahren schon wusste, was mich glücklich, also was mir am meisten Spaß macht. So. Ich kann dann jetzt nicht sagen, dass ich immer nur glücklich durch die Welt laufe, aber ich weiß zumindest immer, wo ich hin will. Und auch wenn der Weg steinig ist, dann man macht dann alles dafür. Wenn man weiß, da möchte ich hin und das ist das, was für mich gemacht ist. Es ist natürlich schwierig, wenn man durch die Erziehung oder sonst wie oder durch äußere Umstände oder durch Krieg oder durch Armut nicht dazu kommt. Aber ich glaube, auch dann ist es möglich, rauszufinden, wer man ist.
Auf jeden Fall ist das möglich. Du hast von einem vernebelten Zustand gesprochen. Stress vernebelt auch die Menschen. Das stimmt. Stress vernebelt das Nervensystem und deshalb ist es so wichtig, zur Ruhe zu kommen, damit man da überhaupt an den Reset-Knopf kommt in der Form. Und dann wäre das Leben doch total leicht. Eigentlich ja. Ne? Wir machen es uns selbst schwer. Genau. Eigentlich wäre das Leben leicht. Und weißt du, jetzt gibt es hier bestimmt ganz, ganz viele Einwände. Mhm. Und ganz viele Menschen haben Einwände. Aber was meinst du, warum viele Menschen Trauer erleben müssen? Ich würde jetzt mal Trauer jetzt nicht unbedingt als schlecht darstellen wollen oder als nicht gewollt. Natürlich will niemand traurig sein, aber Trauer gehört genauso zum Leben wie Freude. Warum? Weil das Leben ist nun mal, wie sagt man, bipolar oder das allumfassend. Es gibt halt eben nicht nur das Glückliche, es gibt auch das Traurige. Wenn einer dich verlässt, sei es durch Krankheit oder durch Tod oder sonst wie, oder weil er nicht mehr mit dir sein will, dann ist man traurig. Das ist ganz normal. Und trotzdem würde ich da jetzt das nicht unbedingt als das Ideal mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass wir Traurigkeit ganz verdrängen oder vertreiben können. Auf jeden Fall dürfen wir es nicht verdrängen und vertreiben. Und auch gibt es so viele Formen von Trauer. Ja, das stimmt. Und wenn du lange trauerst, macht's krank. Mhm. Trauerarbeit ist auch etwas, was das Wort ja auch schon sagt. Das ist wirklich Arbeit. Zu trauern, richtig zu trauern, ist gar nicht leicht. Ich hatte schon öfters Fälle, wo ich wirklich durch Schicksale, Schläge sehr, sehr traurig war. Und damit umzugehen, das muss man lernen. Das ist wirklich nichts, da wird man sonst krank, wie du sagst. Entweder hat man jemand, der einem hilft, da rauszukommen, oder man zieht sich selber an eigenen Haaren aus dem Morast. Das ist, aber trotzdem, wenn man dann da rauskommt, ist man gestärkt. Und wenn man einen geliebten Menschen durch Tod verliert, dann wird er nicht wieder erscheinen, aber man geht danach anders an die Sache ran. Man behält den Menschen für sich, aber eben auf einer anderen Ebene. Das heißt, das Gefühl der Trauer ist zwar noch da, aber es ist anders. Es ist anders. Ja. Es zerstört dich nicht, es macht dich nicht krank. Hm. Die Gefahr besteht. Jetzt haben wir eher aber Themen, ne? Jetzt. Wie kommen wir denn da drauf? Ja, manchmal ist das so, wenn man über das Leben redet, dann kommt man auch mal zum Tod. Ja, genau. Und dann sind wir wieder bei der Frage, warum? Genau, warum? Na, bei meine Tochter war, glaube ich, meine älteste Tochter, die war, glaube ich, 5 oder 6, die war noch nicht in der Schule. Und eines Morgens, als ich durchgearbeitet hatte die Nacht und kam irgendwie morgens nach Hause und sie musste aufstehen zum Kindergarten und dann fragte die mich, Papa, warum leben wir? Und was hast du ihr geantwortet? Ich war platt, dass meine kleine Tochter mich, vor allen Dingen in so einem Zustand, ich konnte nichts sagen, ich war einfach nur platt. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Aber diese Frage, die ist so einfach, aber trotzdem so schwer zu beantworten. In dem Moment war es für mich unmöglich. Was wird sie ja heute antworten? Gute Frage. Heute bist du ja nicht platt, kannst du ja heute antworten? Also heute würde ich antworten, wir leben, um zu sterben. Das ist quasi für mich, ich habe herausgefunden, für mich, dass das ganze Leben für mich eine Vorbereitung aufs Sterben ist. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt auf den Tod hinarbeite, sondern dass hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber möchte möglichst viel Gutes in diesem Leben erreichen, damit ich eines Tages sagen kann, ja, da hast du wenigstens ein bisschen was Gutes geschafft in deinem Leben. Nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen. Okay. Und wenn du ihr sagen könntest, dass wir leben, um zu wachsen
und damit unser Geist sich öffnet und wächst und viele Erfahrungen macht. Aber das ist mit anderen Worten genau das, was ich eben auch meinte. Im Leben muss man wachsen, so ist ja das. Nicht nur körperlich. Leben hat mit Wachstum zu tun, genau, und nicht nur körperlich, sondern auch im Bewusstsein. Dein Geist wächst. Ja. Du machst ganz viele Erfahrungen, kommst an ganz viele Erinnerungen. Und manchmal hast du so viele Erinnerungen, dass du denkst, du hast das schon mal erlebt. Und dann erinnerst du dich, dass du vielleicht doch viel mehr bist als einfach nur hier der Mensch oder die Hülle. Ja, man stellt irgendwann auch fest, dass man selbst auch nur ein Teil von etwas ist. Was genau übersteigt meine Fähigkeiten, meine Wahrnehmung. Aber irgendwann stellt man fest, dass man nicht alleine, dass man zwar, man ist zwar ein Individuum, aber man ist Teil eines großen Ganzes. Und wie man sich jetzt da drin zurechtfindet, beeinflusst natürlich dein Leben. Wenn du jetzt immer nur denkst, ich bin ich und alle anderen sind nicht ich, dann hat man, glaube ich, viel größere Probleme. Jetzt nicht beruflich, da kann man eventuell kann das beruflich vielleicht sogar weiterbringen, indem man eine gute oder eine Führungspersönlichkeit, gut, lasse ich mal dahingestellt sein, eine Führungspersönlichkeit wird, die einfach, aber auch da wird es nicht funktionieren. Wenn du immer nur ich denkst, dann musst du als Führungspersönlichkeit musst du ja auch an die Firma denken. Du musst ja dann auch wieder an etwas materielleres, größeres Ganzes denken, sonst bist du keine gute Führungspersönlichkeit. Also ich glaube ganz fest daran, dass es so etwas wie Gott gibt, nur dass es eben kein alter Mann mit einem weißen Bart ist, sondern dass wir alle zusammen Gott sind. Und nicht nur wir Menschen, sondern auch die Tiere und auch die Pflanzen und auch die Planeten. Das alles ist ein, und wir sind einfach nur irgendwann mal zersplittert worden und denken, wir wären alle Einzelindividuen. Das wird auch, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr für mich zu lösen sein, diesen Gedanken abzulösen. Aber ich merke immer dann, wenn ich etwas mache, was größer ist als ich, also wenn ich für etwas mache, was irgendwie über mir steht, dann geht's mir besser. Das habe ich mit der Musik ganz, ganz früh erfahren. Dass ich auf einmal das Gefühl hatte, als ich irgendwie 10 Stunden am Synthesizer war oder am Klavier, dass auf einmal nicht ich das Klavier gespielt habe, sondern das Klavier hat mich gespielt. Dann habe ich mir selber zugehört. Also ich nicht mir, sondern dem Klavier zugehört, was das Klavier mir vorgespielt hat. Dann hat praktisch das Große und Ganze Verbindung zu dir aufgenommen. So und fühlte hat sich das an. Durch dich gespielt. Das heißt, ich war dann nur ein Medium. Ich war genau. Gar nicht der Initiator dieser Klänge, sondern das war, also wir waren zu mehreren auch, war ich mit Freunden und man hat gemerkt, oh, das war jetzt doch sehr besonders, weil nicht wir das gemacht haben, sondern das wurde uns gespielt. Wir wurden gespielt sozusagen. Ja. Und dieses Erlebnis war für mich ein Schlüsselerlebnis in der Musik, was ich immer wieder versuche, jetzt im Kleinen, auch selbst wenn ich nur eine kleine Musik für einen Film mache, immer wieder hinzukommen. An dieses Gefühl möchte ich immer wieder ran. Das heißt, du verbindest dich mit der Einheit, wo du denkst, dass sie ja gesprengt ist und du ein Teil dieser Einheit bist und du kannst dein Teil des Besonderen auch dazu geben. Genau, ich kann mich dann quasi da reinlegen. Und das Schöne ist, dass man das manchmal auch über eine gewisse Zeit hinkriegt. Manchmal ist es ja, wir wissen ja, wie das ist, man kriegt einen Auftrag und man soll irgendwas abliefern. Dann hat man natürlich erstmal so ein Korsett, wo man sich drin bewegen muss. Aber innerhalb dieses Rahmens kann man dann sich bewegen. Sprich, man kann sich öffnen und dass wir wieder die Nähe zu Gott suchen, zu dem
wie auch immer genannten größeren Ganzen. Und dann, wenn das dann klappt, dann merkt man auch direkt, dann ist nicht nur du selbst bist zufrieden, sondern auch deine Auftraggeber, der Regisseur, der Produzent, alle merken, oh ja, das ist was Besonderes. Das, was es so vorher noch nicht gab und was jetzt auch keine Kopie von irgendwas ist, sondern das ist was Eigenes, was ein eigenes Leben hat. Und das hat ja dann im Prinzip auch noch nicht mal was mit mir zu tun, sondern das ist ja über mir passiert. Aber du bist ja ein Teil dessen. Ich bin ein Teil dessen, ja, das stimmt. Ja, und das ist ja ganz schön. Und meinst du, also ganz viele Menschen oder alle Menschen sind ein Teil des großen Ganzen und dürfen wählen, ob sie sich anbinden oder nicht? Mhm. Das denke ich. Das geht ja auch einfach dann. Das ist ja was Leichtes und Einfaches. Im Prinzip, ja. Aber wir Menschen sind, glaube ich, nicht so einfach. Wir sind sehr kompliziert und verfangen. Können wir das wählen? Wir können doch wählen, ob wir das Leichte und Einfache möchten. Das heißt, wenn wir es leicht und einfach möchten, dürfen wir ja auch die Einsicht haben und die Erkenntnis, dass wir ja nur wissen, dass es leicht ist, wenn wir es schwer erfahren. Ja, ist gut gesagt, ja. Oder? Ja, absolut. Okay. Kann ich nur. Ich finde unser Programm, was wir beide so nach draußen geben wollen, das heißt ja. Das heißt, ja, das finde ich auch immer sehr, sehr gut. Der Name hat mir direkt gefallen. Ja. John Lennon ist nur mit Yoko Ono zusammengekommen, weil oben an der Ende der Leiter von ihrer Installation an der Decke stand ein ganz kleines Yes. Yes. Und wenn da No gestanden hätte, wäre John Lennon direkt wieder gegangen. Ja, super. Aber ja, ist sehr, sehr schön. Gefällt mir. Das ist ein Lebensmotto. Und das heißt, was... Wir haben ja jetzt ganz viel erzählt, was wir machen und was wir erreichen wollen mit dem Programm Ja. Mhm. Sollen wir eine kleine Kostprobe geben und sollen wir mal improvisieren? Okay. Das ist doch spannend. Lass uns doch beide mal in unserer Art und Weise anschließen an diese große Kraft. Du machst es in deiner Form und ich in meiner Form. Also lass uns improvisieren, damit jeder Zuhörer jetzt einfach auch mal die Augen schließen kann und ein Ja geben kann. Sollen wir es machen? Können wir machen, ja. Ja. Jo. Dann such dir jetzt einen schönen Platz, wo du ganz ungestört bist. Und mach mal alles auf Reset in dir. Schalte dein Handy aus. Nutze die Übung, um auch abzuschalten. Konzentriere dich auf deinen Atem. Atme ein und aus. Und atme tief ein und ganz intensiv aus. Stell dir vor, dass alles, was angespannt ist in dir, du nach außen pusten kannst und mit jedem Einatmen Entspannung und Ruhe in deinen Körper fließt. Lass aus deinem Herzen grünes Licht fließen und stell dir vor, dass du dich selber mit
grünen Licht einhüllst und die Vorstellung, dass du dich selber mit deinem Licht einhüllst, macht dich ruhig. Und es ist so, wie als wenn du aus der Ferne einen Ruf hörst. Und dieser Ruf hat eine magische Kraft. Und du weißt, dass wenn du dem Ruf folgst, du einen Teil in dir wieder triffst. Den Teil, der dich abhält von deiner Freude, von deiner Leichtigkeit. Und du hörst diesen Ruf weit in der Ferne und machst dich auf den Weg. Stell dir vor, wir gehen gemeinsam einen Weg entlang und den Ruf, den hörst du in deinem Herzen. Wir gehen den Weg entlang und an diesem Weg siehst du wunderschöne Blumen, Felder. Du gehst immer weiter. Und es ist so, dass ganz weit hinten in der Ferne ein Licht leuchtet. Und schau, welche Farbe du siehst. Du hast ein Ja in dir. Weil du willst genau zu diesem Licht gehen. Du weißt, du hörst den Ruf in deinem Herzen. Das ist ein Licht, was zu dir gehört. Und du siehst dieses Licht aus einer Höhle. Du gehst immer näher und näher zu dieser Höhle, die dir ein Gefühl von Geschütztsein gibt. Bewegst dich auf die Höhle zu, trittst ein und in dieser Höhle steht ein Tisch mit einem ganz kleinen Kristall. Und dieser kleine Kristall hat eine ganz große Strahlkraft. Es ist dein Kristall, der einfach wieder in dein Herz möchte. Und du kannst ihn nehmen. Und es ist so, wie als wenn du ihn in dein Herz hineinpflanzt. Du leuchtest genauso, wie du das Licht schon von weitem in der Höhle gesehen hast. Du leuchtest in genau dieser Farbe, die du
gesehen hast. Und du fühlst, als würde eine Erinnerung in dir aufflammen. Eine Erinnerung von Berührtsein, von einer unglaublichen Liebe, die sich in dir ausbreitet. Das ist so ein Gefühl von Vertrautsein. Es ist das Gefühl von ja. Ja. Und genau dieses Gefühl breitet sich aus in deinem Körper. Einen Wunsch, dass dieses Gefühl dich begleitet, dass du genau dieses Gefühl wieder hervorholen kannst, wenn du Mut brauchst. Dieses Gefühl gibt dir Kraft und Stärke. Leuchten gibt dir Kraft und Stärke. Und es ist so ein Gefühl, wie als wenn du mit dem großen Ganzen verbunden bist. Dieses Gefühl, als wenn das große Ganze durch dich hindurch leuchtet. Und du bekommst einen anderen Blick für dich, denn du bist wichtig. Und die Erinnerung von diesem Gefühl, ich bin wichtig, gibt dir Kraft und Vertrauen, alles zu schaffen. Ich bin wichtig. Ist wie ein Knopf, den du drücken kannst, damit du dich an dein Leuchten erinnerst. Immer dann, wenn du es brauchst. Der Gewissheit, dass das Ja in dir ist und du es erwecken kannst, gehst du aus der Höhle, bedankst dich für diesen wunderschönen Kristall und du erinnerst dich, wann immer du willst, an dieses schöne Gefühl von getragen sein, leuchten. Und
Du gehst aus der Höhle den Weg wieder entlang mit dem Satz in dir: Ich bin Licht. Und ich wähle mein Licht, wann immer ich es brauche. Und du nimmst einen tiefen Atemzug. Atmest tief ein, so dass das Licht sich ausbreiten kann in dir. Und atme ein und aus. Und fühle Ruhe und Kraft. Mut. Ich bin wichtig. Und gib dir ein Ja. Und atme ein und aus. Fühle die Ruhe und fühle dein inneres Leuchten. Und mach diese Übung immer und immer wieder, damit dein Ja sich ausbreitet. Und wir sagen Danke. Und komm in deiner Zeit wieder an.